In Wien-Brigittenau ereignet sich ein dramatischer Verkehrsunfall mit einem Polizeibus, bei dem 4 Personen Verletzungen erleiden. Der Vorfall zieht umfassende Ermittlungen nach sich. Ursprünglich wird angenommen, dass ein SUV, gesteuert von einer schwangeren 27-Jährigen, in den Polizeitransporter fährt. Doch neue Erkenntnisse werfen ein anderes Licht auf den Hergang. Der Fahrer des Polizeibusses überquert bei Rotlicht die Kreuzung, da er einen zuvor entkommenen PKW verfolgt. Dabei stößt er mit dem Fahrzeug der 27-Jährigen zusammen, die bei Grün die Kreuzung passiert. Der Zusammenprall ist so heftig, dass der Polizeibus anschließend gegen das Auto eines 29-jährigen Mannes prallt und auf die Seite kippt. Zum Glück befindet sich die Straßenbahn noch in sicherer Entfernung. Sowohl der Polizeifahrer als auch seine 2 Kolleginnen und die Frau im SUV erleiden leichte Verletzungen und werden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge sind schwer beschädigt. Trotz Einsatzmodus mit Blaulicht und Sirene muss die Polizei bei Rotlicht stets sicherstellen, dass keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer besteht, bevor sie die Kreuzung überquert. Der Fahrer des Polizeibusses muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.